Lichenau hat früher zu der Herrschaft Hohe Trinz gehört. 1614 hat sich Trinz aus der Herrschaft ausgekauft und der Sitz ist nach Lichenau verlegt worden. Und da haben sich die Herrschaft der Feudals Herrschaftshaus gestellt. Und 1820 ist dann das heutige klassizistische Schloss entstanden. Und da, Zusammenfluss in Reichenau, fängt der europäische Strom, der Alpenrhein genannt von daher abwärts, fängt hier an. Und das war früher eine Transitroute zwischen Süddeutschland und Italien. In Reichenau ist eine der ersten Brücken gebaut worden. Die einzige Brücke zwischen dem Bodensee und Reichenau. Und wo die Brücke steht, wird Zoll erhoben. Also man musste zahlen, dass man diese Brücke überqueren kann. Und dafür ist ein Zoll ausgebaut worden im 9. oder 10. Jahrhundert. Das Zollhaus ist heute ein Hotel, das zum rund 30 Hektar grossen Anwesen vom Schloss Reichenau gehört. Schlossherr ist der Giambattista von Charner. Er ist ein Nachkomme von Johann Baptista von Charner, der das Schloss 1792 gekauft hat. Während der Besichtigung weiht mich der Herr von Charner in die historischen Fakten ein. Ob das Schlossleben immer noch mit Prunk und Reichtum zu tun hat, oder ob die Realität nicht ganz anders ist, dem gehe ich heute nach. Das erste Ziel auf unserem Rundgang ist der Salon. Das ist eines der wenigen Zimmer, das noch vom alten Herrschaftshaus von 1614 übrig geblieben ist. Der Salon ist die gute Stube heute. Da hat sich das Leben abgespielt. Da hat man zusammen gesessen, hat diskutiert. Immer so ein Raum ist typisch. Da gehören natürlich Ahnenbilder her und da hängen ganze Haufen Planten. Das wäre die Linie von meiner Mutter her. Und außer einem, das ist der Jürgen Atsch, der dort auf dem Kasten steht. Sehr umstrittener Politiker in Graubünden, Anfang 1600, Bündner wieder. Er hat 1616 den Pompeius von Planta umgebracht. Kurz danach haben die Anhänger von Pompeius sich dafür gerecht und Jörg Jenatsch mit der Axt erschlagen. Warum die Bilder von diesen beiden Persönlichkeiten jetzt nebeneinander hängen, dafür hat der von Charner eine einfache Erklärung. Vielleicht irgendein Zwing werden die wieder aktiv. Es passiert irgendetwas in dem Schloss. Spukschloss, das wäre doch genial. 5 Euro Eintritt zu sehen. Aber die blöden, faulen Hageln stehen jeden Morgen am gleichen Ort und es ist überhaupt noch nichts passiert bis jetzt. Schloss Reichenau ist 1984 im Besitz von Giambattista und seinen 3 Geschwistern übergegangen. Heute sorgt Herr von Charner zusammen mit seiner Frau Anna für das Anwesen. Vor über 30 Jahren haben sich die beiden Schlosskapellen sein Ja-Wort gegeben. Zusammen haben sie 3 erwachsene Kinder. Auch in der Kapelle findet man Gegenstände, wo die vorherigen Besitzer und an deren ihre Geschichte erinnert. Interessant ist die Tafel da drin mit dem Plantenwappen. Das ist die berühmte Bärentatze von der Planten. Es ist gewidmet dem Pompeius von Planten, den wir heute schon mal gekürzt haben, der von Jenatsch ermordet worden ist. Und sie ist datiert auf 1616. Und soviel ich weiß, ist das das Todesjahr von Pompeius von Planten. Jetzt kommen wir ins Laboratorium. Das Laboratorium ist 1852 gebaut worden durch den Adolf von Planten. Und da hat er von Planten sehr viele Bündner Heilgewässer untersucht. Er hatte Assistenten, den Dr. August Kekil, und der hat die Doppelbindigkeit von Kohlenstoff erahnt oder irgendeine göttliche Eingabe gehabt. Das ist ein grundlegender Baustein der organischen Chemie heute. Wir sollten es restaurieren, wir suchen einen Geldgeber, das ist sehr schwierig heute. Und wir hoffen, dass wir das doch als einziges Labor auf der Welt, das authentisch aus der Zeit ist, wieder herstellen und wieder zeigen können. Das wäre eine wunderschöne Hoffnung. Jetzt gerade zu dieser Frage, wie sieht es denn aus, Geldgeber, sagen Sie, mit Subventionen von Kulturvereinen oder mehr vom Staat? Also vom Staat kriegen Sie überhaupt kein Geld. Ja. Geld kriegen sie von der Denkmalpflege zu einem gewissen Grad, aber nicht genügend. Zum Anwesen von von Charners gehört nicht nur das Schloss und das Hotel Adler, sondern auch der Park und ein Landwirtschaftsbetrieb. Pro Jahr verschlingt allein das Schloss bis zu 150'000 Liter Heizöl. Zum Vergleich, ein Einfamilienhaus mit 5 Personen könnte mit dieser Menge 50 Jahre lang auskommen.
Das ist das Louis-Philippe-Zimmer. Sehr schön. 1792 hatte es eine Schule gehabt, Le Collège de Reichenau, 1792 bis 1798. Und mein Urgroßpapa, Johann Baptiste von Chartres, ist einmal väterlicherseits, hat hier die Schule gegründet. Und an einem schönen Tag ist ein junger Herr gekommen, er hat sich Chabot genannt und hat gefragt, ob er darf als Lehrer in die Schule eintreten. Er ist dann aufgenommen worden und ist 9 Monate da gewesen. Die Verantwortlichen wussten, dass er nicht der Herr Chabot ist, sondern dass er Louis-Philippe Duc d'Orléans ist, der französische Thronfolger, der 1789 wegen der französischen Revolution hat man so aus Frankreich flüchen, nachher hierher gekommen ist und ist dann wieder zurück nach Bremgarten in der Schweiz und nachher nach Frankreich und ist 1830 bis 1848 französischer König gewesen. Da sehen wir zwei Bilder, die er als Dank geschenkt hat. Da zeigt sie ihn als Le Roi de France und auf der anderen Seite zeigt sie ihn als Jüngling, eventuell als Lehrer von während dieser Zeit da, Geografielehrer. Der Spiegelsaal von 1775 ist total zerstört worden, 1799, wegen der Auseinandersetzung mit den Franzosen. Und ist dann in den 90er Jahren restauriert worden. Eine Leiterinnovation hat 150'000 Franken gekostet. Der Schlossherr muss selber schauen, wie er das Geld zusammenbringt. Da stellt sich die Frage, ob das Schloss denn überhaupt rendiert. Rendieren tut so etwas nicht. Das ist eine Aufgabe, eine Pflicht, eine Last. So etwas erbt man, so etwas kauft man nicht selber, das ist ganz klar. Und da muss man schauen, man findet einen Weg und sonst lottert es dann halt einmal hin und ein bisschen da und dort. Und solange man die Decke nicht auf den Ring geht, geht es noch. Der Weinanbau, den Fontschaners hauptsächlich betreiben, trägt dazu bei, die Kosten für das Schloss zu decken. Er hat einen eigenen Weinkeller mit einer Abfüllanlage. Dort produzieren seine 3 Angestellten jährlich über 30'000 Flaschen Wein. Im Verkauf kostet die Flasche zwischen 25 und 50 Franken. Der Name Fontschaner auf einer Weinetikette zeugt von sehr guter Qualität. Der Weinanbau ist euer Haupterwerb. Können Sie mit dem Schloss unterhalten? Es kommt darauf an, wenn ich viel Besuch habe, wo viel trinkt, lange es nicht. Oder selber. Nein, es ist rein unterhalten nicht. Also wenn jetzt grosse Restaurationen kommen oder so, ist das keine Chance. Aber ein Teil davon zu beitragen oder so, dass wenigstens warm im Winter hinter das geht über den Erwerb. Beim abschließenden Rundgang durch den Schlosspark liegt mir noch eine Frage auf der Zunge. Herr Fontschaner, wegen der Nachfolgeregelung für das Schloss, ist die schon geregelt? Nein, die ist nicht geregelt. Das ist auch nicht möglich. Meine 3 Kinder sind jetzt am Schluss von der Ausbildung. Und ob jemand nachher fähig ist, das zu übernehmen, das ist eine Frage, die man nicht einfach regeln kann. Man kann auch nicht eins dazu vertonen. Es braucht ja auch viel Sacre, es braucht eine gewisse Faszination darüber. Jetzt, was würde passieren, falls niemand das Erbe annehmen von Ihrer Familie? Niemand? Ja. Ja, dann lesen Sie im Amtsblatt über ein ausgeschlagenes Erbe und über eine Versteigerung. Oder Sie können es selber kaufen, kein Problem. Wir sind mit sehr vielen Aufgaben belastet, wir wissen nicht, wie es läuft. Und Schlossherr gibt es sowieso nicht mehr. Man ist heute Hofnarr, wenn man so etwas führt. Wir nennen uns so. Da können wir uns auch mehr erlauben. Nach dem spannenden Rundgang habe ich erkannt, dass der Schlossherr in der heutigen Zeit nichts mehr mit Adel und Reichtum zu tun hat. Es ist die Leidenschaft für die Geschichte, die hinter diesen Bauten steckt. Eine Leidenschaft, die mit viel Geld, Arbeit und einer unsicheren Zukunft verbunden ist. Thank you.